Mein Name ist Günter Röser und ich bin Professor für das Fach Neues Testament an unserer Evangelisch-Theologischen Fakultät. Also ganz aktuell arbeite ich an einem Vortrag über das Thema Schuld und Vergebung. Das steht aber auch ein bisschen exemplarisch für das, was ich sonst auch mache oder was mich überhaupt interessiert. Also ich versuche nicht nur Texte auszulegen, sozusagen mit der Fragestellung, was haben die Verfasser der biblischen Texte gemeint, sondern dahinter zu fragen, welche Vorstellungen, also religiösen Vorstellungen, stehen eigentlich, größere Zusammenhänge stehen eigentlich hinter den einzelnen Texten. Also wie hat man sich eigentlich zum Beispiel Schuld vorgestellt? Also das ist einfach erstmal nur ein Begriff, aber jeder Mensch, der dieses Wort gebraucht, das ist ja in der Antike nicht anders als heute, der hat bestimmte Vorstellungen. Und bei Vergebung ist die Frage, wie wird die Schuld eigentlich beseitigt? Wie geht es eigentlich vor sich? Was passiert da zwischen Gott und Mensch? Also die Frage, das zu beschreiben, wie die Verfasser der biblischen Texte sich diese Abläufe vorgestellt haben. Da wird so viel vorausgesetzt an weltanschaulichen, auch Hintergrundannahmen, die für uns überhaupt nicht mehr selbstverständlich sind oder die wir gar nicht mehr nachvollziehen können. Fängt beim Weltbild an, hört beim Menschenbild auf, also die Funktionsweise sozusagen des Menschen überhaupt, Psychologie, ist alles anders in einer 2000-jährigen Vergangenheit. Es hat alles anders funktioniert und war eine ganz andere Welt. Und also da einzutauchen, das habe ich an verschiedenen Stellen eben auch in meinen Qualifikationsschriften und darüber hinaus versucht, immer wieder diese Frage zu fokussieren. Also schwerpunktmäßig im Blick auf Themen wie Sünde oder Stellvertretung. Also das ist das, was mich eigentlich dauerhaft beschäftigt und was sich auch immer wieder in kleineren Beiträgen dann natürlich niederschlägt, auch wie zum Beispiel ganz aktuell so ein Vortragsthema. Als Exeget würde ich zuerst einmal sagen, das Faszinierende sind für mich Kleinigkeiten. Also die Beschäftigung mit den Details von Texten. Also mich interessiert auch immer die große Linie, also die großen Zusammenhänge, die systematischen Zusammenhänge in der Theologie und auch die praktischen, weil ich von Haus aus also Pfarrer bin und also nicht nur in der Wissenschaft gearbeitet habe, sondern auch in der Gemeinde und in der Pfarrerausbildung. Also ist alles ganz wichtig, aber trotzdem, weswegen mein Herz vor allem für die Exegese schlägt, das ist die Erfahrung, dass man an den Texten der Bibel, wenn man ganz genau hinschaut, immer wieder Neues entdecken kann. Also eine unglaubliche Vielfalt von Beziehungen innerhalb der Texte, zwischen den Texten, zu Texten außerhalb der Bibel. Also das ist so ein riesiges Feld, wo man wirklich, dass man erforschen kann und wo man also bei der Beschäftigung also mit jedem Text eigentlich immer wieder neue Beobachtungen machen kann. Man muss allerdings wirklich ins Detail verliebt sein. Also man muss wirklich dranbleiben an dem, sozusagen an dem einzelnen Text und seiner sprachlichen Gestalt. Und dann macht man immer wieder diese Erfahrung eines ungeheuren Reichtums. Das ist eigentlich das Faszinierende. Das ist aber auch keine Sache, die nur um ihrer selbst willen betrieben wird, also weil es halt Spaß macht. Spaß machen soll es auch, das ist schon gut, sondern das scheint mir auch eine, ja, vielleicht eine Erziehung zu sein, auch fremde Dinge sorgfältig wahrzunehmen. Also man entdeckt ja in der Bibel auf Schritt und Tritt immer fremde Dinge. Ist ja, was man da erkennt an Beziehungen und an Inhalten, ist ja für uns oft auf den ersten Blick schwer verständlich oder es ist sehr weit weg, stammt aus einer fernen Vergangenheit und ist für uns Heutige zuerst mal fremd. Das kann gerade den Reiz ausmachen,
Aber das macht natürlich auch die große Schwierigkeit aus für Außenstehende oder für andere Menschen im Umgang mit der Bibel und mit der Theologie. Aber hier lernt man eben gerade, was vielleicht heutzutage besonders wichtig ist, Fremdes, was man nicht gleich auf Anhieb sofort versteht und was sich nicht vollständig erschließt, zu respektieren und erstmal so stehen zu lassen und mal zu warten und zu sehen, wo könnte etwas Hilfreiches für uns dabei sein? Was könnte man was Neues entdecken, was man so noch nicht wusste, was einem zunächst vielleicht mal fremd vorkommt, was aber dann umso spannender sein könnte? Und das, glaube ich, ist ja, das geht ja bis hinein in den Umgang mit Menschen, also mit anderen Menschen, gerade mit Menschen aus anderen Kulturen, dass man erst auch mal abwartet und erst mal versucht, das andere kennenzulernen und es nicht gleich irgendwie also einzuordnen und zu sagen, also dem stimme ich zu und das lehne ich ab und alles klar, sondern sich Zeit zu lassen, dieses andere, dieses Fremde erstmal wirklich kennenzulernen. Und das ist eigentlich das Geschäft der Exegese und hat insofern also eine innere Verbindung auch zu der Seelsorge, zum Umgang mit anderen Menschen, wo es eben auch eigentlich genau um diese Tugend geht, dass man nicht vorschnell urteilt, sondern den, die das andere eben erstmal sorgfältig wahrnimmt, erforscht und kennenlernt. Also das macht so für mich die bleibende Faszination aus und auch den sozusagen den Ort der Exegese in dem Gesamten. Übersichtlich. Also die Stärke der Fakultät ist, was auf der anderen Seite natürlich auch ihre Schwäche ist, dass sie nicht so groß ist, also gerade im Blick auf die Studierenden, dass wir als Dozierende zumindest die Chance haben, sage ich mal, unsere Studierenden, so diese es selber wollen, persönlich ein bisschen kennenzulernen. Also im Seminar entsteht sicherlich keine anonyme Atmosphäre, es ist keine Großveranstaltung und man hat zumindest die Chance, an der einen oder anderen Stelle auch etwas enger ins Gespräch zu kommen, eben wenn es gewünscht wird. Und natürlich auch die Studierenden untereinander, also die Chance haben, hier eine Gemeinschaft zu bilden, wo also keiner übersehen wird oder verloren geht. Und ich würde auch im Blick auf das Kollegium, also die Kollegen, würde ich auch sagen, wir kriegen es immer hin, selbst wenn es Auseinandersetzungen gibt, wir kriegen es immer hin, die Dinge so zu besprechen und zu regeln, dass man miteinander im Gespräch bleiben kann, sodass also nach meiner Wahrnehmung die Atmosphäre an der Fakultät zunächst mal also grundsätzlich angenehm ist, sodass man hier gerne arbeitet und lebt. Das ist sehr schön, also jedenfalls für mich und meine Familie. Wir sind unter besonderen Umständen nach Bonn gekommen, aber jedenfalls, wir fühlen uns da wohl und sind hier gewissermaßen angekommen. Ich werde hier auch nie mehr weggehen, also werde immer hier bleiben. Ja, die Stadt ist einfach ideal von ihrer Größe und von ihren Lebensverhältnissen her. Und die Lage am Rhein, und das hat schon was. Also insofern ist Bonn sehr zu empfehlen in jeder Hinsicht. Theologie bedeutet für mich das methodische und systematisch geordnete Nachdenken. Nicht so sehr über Gott selber, sondern über das Reden über Gott, also über Äußerungen von Gott und über die Zeugnisse, die es von Erfahrungen mit Gott gibt, also in meinem Fach vornehmlich der Bibel als heiliger Schrift und eben anderer schriftlicher Zeugnisse aus der Geschichte der Kirche und des Glaubens. Also der wissenschaftliche Charakter steht natürlich hier im Vordergrund. Das ist ganz wichtig. Ja, also viele meinen ja oder sagen ja, dass sie zunehmend an Relevanz verliert. Das ist sicherlich auch ein Stück weit richtig. Gleichwohl denke ich, dass wir die großen
Hoffnungsbilder, also wenn ich jetzt mal als Exeget spreche, aus der Bibel in die Gesellschaft einbringen müssen. Das heißt, dass sie nach wie vor wichtig sind für das gesellschaftliche Gespräch und das Zusammenleben. Also denken wir etwa an die prophetischen Hoffnungsbilder aus dem Alten Testament, etwa so eine Vision wie, dass die ganze Menschheit unter einem Gott vereinigt sein soll. Oder aber auch im Neuen Testament etwa Vorstellungen wie Gerechtigkeit, dass sie nicht nur eine Sache für den Einzelnen und sein Gottesverhältnis sind, sondern dass sie eben auch eine soziale und eine politische Dimension besitzen, die wir dann auch in die Gesellschaft einbringen können. Also das scheint mir nach wie vor wichtig und das scheint mir auch durchaus gefragt zu sein in der Gesellschaft, dass die Kirchen, die gläubigen Menschen, die Theologie einen Beitrag zu aktuellen Fragen und Herausforderungen leistet. Sie werden also durchaus an bestimmten Stellen in bestimmten Zusammenhängen gehört und sind gefragt. Und ich glaube, wir sollten uns da auch nicht vorschnell zurückziehen, sondern uns durchaus offensiv einbringen und darzustellen versuchen, welchen aus unserer Sicht natürlich unverzichtbaren Beitrag wir leisten können.